an Gerechtigkeit, an Politik und an eine Verwaltung, die sich um alle kümmert. Diversität und Teilhabe in der Kommune bedeuten für mich Chancengleichheit, Diskriminierungsschutz und politische Partizipationsmöglichkeiten für alle Bewohner in einer Stadt, jenseits ihres Alters, ihrer Herkunft, ihrer religiösen Zugehörigkeit, sexuellen Identität. Und für mich ist eine ganz wichtige Aufgabe einer Kommune, wenn wir immer wieder von besorgten Bürgern sprechen, dass wir die Sorgen aller Menschen, die in einer Stadt leben, sehen, wahrnehmen und sie auch ins Gespräch einladen. Für mich bedeutet es, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, selbst zu entscheiden, ob sie partizipieren wollen und inwieweit sie partizipieren möchten. Das bedeutet aber auch, dass sich die Kommune darüber im Klaren ist, dass es sehr unterschiedliche Voraussetzungen gibt, die Menschen brauchen, um partizipieren zu können und sich über Privilegien, die in Gesellschaft verteilt sind, bewusst sind. Und da versuchen, möglichst barrierearme Zugänge zu schaffen, um Menschen die Partizipation zu ermöglichen und damit ein diversitäres und vielfältiges Leben zu ermöglichen. Ich glaube an Gleichberechtigung, also dass das ja nicht irgendwie nur schöne Worte sind, sondern ganz fundamental damit verbunden ist, dass eben Leute ungeachtet verschiedener Zuschreibungen und Merkmale irgendwie beim Leben und bei der Teilhabe am Leben in der Stadt, in der Kommune irgendwie die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben sollten. Ja, ich denke an sowas wie eine neue Beteiligungskultur, auch neue Beteiligungsmechanismen. Es gibt ja sozusagen offizielle Teilhabemöglichkeiten, etwa Bundesbaugesetz bei der Beteiligung an neuen Planungsvorhaben in der Kommune. Und da sind bisher Migrantinnen und Migranten beispielsweise noch viel zu wenig beteiligt. Da müssen neue Formen gefunden werden, um auch Menschen, die etwas abseits stehen, mit einzubeziehen. Dann denke ich an sowas wie die Jugendhilfe, die ja eigentlich eher informelle Beteiligungsmöglichkeiten bietet. Politische Jugendbildung ist ein breites Feld, von dem ich eigentlich erwarte, dass es sich um Diversity-Fragen kümmert. Also das sind so Bereiche, wo Beteiligung verstärkt werden könnte und verstärkt werden müsste. Und ganz entscheidend die Beteiligung der Migranten selbst. Ich beobachte, dass in vielen Städten jetzt so etwas wie Zusammenschlüsse von Migrantenorganisationen erfolgen, beispielsweise in München eine Organisation namens Morgen, die 60 bis 80 Migrantenorganisationen umfasst. Und die mischen sich inzwischen auch aktiv in Stadtpolitik ein, bringen sich ein. Ich denke, das sind neue Formen und Möglichkeiten der Beteiligung, die ich sehr befürworte. An etwas sehr Buntes, an etwas sehr Lebendiges, an etwas sehr Offenes und für uns alle ein großer Mehrwert, den wir niemals unterschätzen dürfen und immer weiter befördern müssen. Also ich glaube, wichtig sind Strukturen, die eben Teilhabe ermöglichen, die Rücksicht darauf nehmen, dass Leute unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Stärken und Artikulationsmöglichkeiten haben in Bezug auf die Teilhabe am Politischen, dass es eben eine Sensibilität dafür gibt, wie Leute unterschiedlich sind und dass unterschiedliche Zugänge zur Mitgestaltung auch des öffentlichen Lebens in der Kommune und politische Entscheidungen ermöglicht werden müssen.